man sieht es eigentlich schon vom ersten Moment. Es geht wieder in den Wilden Westen mit Call of Juarez nach The Cartel, das ja in der Moderne gespielt hat und nebenbei auch nicht so ein guter Shooter war. Kommt jetzt Gunslinger. Und das ist ein ganz launiger Arcade-Shooter. Das Spiel kam jetzt ja so ein bisschen ohne große Vorankündigung. Da wurde jetzt kein großer Wirbel drum gemacht. Mhm. Es ist, erinnert so ein bisschen an Far Cry Blood Dragon. Das kommt ja auch von Ubisoft. Das ist auch wieder im ähnlichen Preissegment angesiedelt. 15 Euro. Kleiner, nicht sehr umfangreicher Shooter. Da ist auch nicht keine große Story dabei oder so. Das ist, es ist so ein bisschen diese Erzählung, ähnlich wie in Bastion, dem Indie-Spiel. Das heißt, du hast dauernd einen Erzähler, der alles kommentiert. Die Story, die dabei erzählt wird, ist allerdings, ja, also dieser Wild-West-Standard halt, das ist mehr so eine Aneinanderreihung von Szenen, wo du Berühmtheiten aus dem Wilden Westen wie Billy the Kid triffst. Die ist sehr vorhersehbar, diese Geschichte. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. Macht jetzt aber so trotzdem auf den ersten Blick jetzt mal eigentlich keinen so schlechten Eindruck. Nach The Cartel hat man ja eigentlich jetzt so nichts erwartet. Ja, die Entwickler haben auch ein paar gute Einfälle gehabt. Zum Beispiel, wie gesagt, hat er immer diesen Kommentar dabei und manchmal ist der Erzähler halt nicht ganz so klar, was er jetzt gerade, wie er sich daran erinnert. Und dann kommt es halt zu so Szenen, wo dann plötzlich irgendwelche Kulissen auftauchen oder er sagt, ah, so ist das gar nicht abgelaufen, das war ganz anders. Und dann spielt man die Szene nochmal in einer anderen Variante. Das ist ziemlich cool gemacht eigentlich. Sehr originelle Idee. Ja. It was autumn. The maple trees were in full color. Okay. Ja, da wachsen halt einfach mal Bäume aus dem Boden. Das ist schon lustig. Aber es hätte noch ein bisschen witziger sein können, aber eine coole Idee auf jeden Fall. Nebenbei hast du auch immer wieder Duelle, meistens gegen diese Berühmtheiten aus dem Wilden Westen. Die steuern sich jetzt nicht so ganz so toll, weil es auch so auf extrem träge gemacht ist. Einfach, du musst eben zielen, du musst gleichzeitig die Hand an einen Colt führen und so. Mhm. Nicht der spaßigste Teil vom Spiel. Das ist nur ein Problem jetzt so wegen der Maustastatursteuerung oder wird sich das mit dem Gamepad? Das ist mit dem Gamepad ähnlich. Es fühlt sich einfach extrem künstlich an und nicht gut gemacht. Und es ist auch nicht besonders tiefgreifend, wie überhaupt das ganze Spiel. Also du hast oft auch mal solche Quicktime-Sequenzen, wo du einfach nur Tasten drücken musst. Du kannst ab und zu den Kugeln ausweichen von Gegnern. Das ist wirklich nichts fantastisch taktisches oder unglaublich irre tiefgängiges, sondern ist einfach guter, simpler Ballerspaß. So, sieht so ein bisschen so Halligalli-mäßig aus jetzt. Ja, genau. Das ist, macht alles Laune, man levelt auch nebenbei auf, du kriegst XP, da musst du halt darauf achten, dass du möglichst coole Kombos machst. Es gibt für Kopfschüsse gibt's mehr Punkte, für Doppelabschüsse und so weiter. Mhm. Das motiviert schon eine Weile. Du sagst eine Weile, wie lang kann ich mich denn damit beschäftigen? Ja, nicht sonderlich lang. Wie bei allen solchen Punktespielen ist die Kampagne sehr, sehr kurz. Also nach 4 Stunden ist man durch. Danach gibt es noch den Arcade-Modus, wo du eben ohne Story einfach nochmal durch die Levels flitzt, XP sammelst und die möglichst tollsten Kombos machst. Was ganz gut ist, es gibt einen New Game Plus-Modus, wo du dann den besonders schweren Schwierigkeitsgrad freischaltest. Der ist dann auch mal wirklich ein bisschen anspruchsvoller, weil die normalen sind recht einfach. In der Hinsicht erinnert mich jetzt aber echt ein bisschen an Far Cry 3 Blood Dragon, auch halt so klein, aber mit so ein paar verrückten Ideen, die man so einem großen Vollpreisspiel vielleicht auch gar nicht so durchgebracht hätte. Ja. Ja, dafür fehlt es allerdings halt dann an Sachen wie vielen Gegnertypen oder abwechslungsreichen Waffen. Es gibt nur 5 Knarren. Wo man die Spielzeit ein bisschen strecken kann, ist dieser Secret-Suche. Es gibt die Nuggets der Wahrheit. Damit erfährt man so ein bisschen Hintergründe über den Wilden Westen. Das ist ja für Geschichtsfans ganz interessant. Ich finde, es ist jetzt auch so kein hässliches Spiel. Es sieht jetzt technisch nicht so nach einer Wunderwaffe aus, aber was ist das denn für ein Grafikstil, den wir hier haben? Es ist so ein leichtes Cell-Shading, also alles so ein bisschen umrandet mit einer schwarzen Linie, ein bisschen Comic-Stil. Besonders die Landschaften sind wirklich schön geworden, die Texturen sind nie unglaublich fantastisch oder der Detailgrad unglaublich hoch, aber es wirkt sehr stimmig, auch die Western-Atmosphäre kommt wirklich gut rüber bei dem Spiel, du hast auch einen guten Soundtrack, gute Sprecher, die auch nur Englisch reden, das ist alles in Ordnung. Es fliegen auch ein bisschen die Fetzen. Ja, genau, es ist einfach so eine ordentliche Ballerorgie, die jetzt keinen großen Anspruch hat und auch nicht die fantastische Technik, aber nett für zwischendurch ist es allemal. Ja,
Graves, please continue. Please call me Silas. Now, where was I?